Die Aktie von Reggie Bankies hat innerhalb eines Monats 25% an Wert verloren. Was ist passiert? Ist die Dividende sicher und ist die Aktie ein Kauf? All das erfährst du selbstverständlich in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Hier geht es um Qualitätsaktien. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren und das bei Reggie Bankies funktioniert. Ja, das sehen wir jetzt. Gehen wir in den Aktienfinder rein. An der Stelle noch ganz kurz keine Kauf- und keine Verkaufempfehlung. Bitte überleg dir selbstständig nochmal, ob die Aktie zu deiner Anlagestrategie passt. Mach auch nochmal ein bisschen Recherche vielleicht darüber hinaus. So, jetzt geht es aber los. 4,2% Dividendenrendite. Das ist hier, siehst du, im Dividendenalarm. So viel gab es noch nie bei Reggie Bankies. Und die Dividende soll weiter steigen. Wer würde dann auf 5,25% steigen Anfang 2027? Und dass die Dividende hier noch nie so hoch war, siehst du hier, wenn wir hier rauszoomen, sie war schon mal bei 3,9% Ende 2011. Aber 4,2%, das gab es noch nie. Ist die Dividende sicher? Das sehen wir im Qualitätscheck. Siehst du hier, dass die Dividende gedeckt ist, um die 60% Ausschüttungsquote auf den Gewinn und auch auf den freien Cashflow hier. Wer es genau wissen will, der kann die Zahlen auch hier oben ablesen, knapp 60% Ausschüttungsquote. Was wir auch sehen und was auch wichtig ist, ist das hier. Ich hatte schon gesagt, 25% Kursverluste. Hier haben wir das seit einem Monat. Das Problem bei Reggie Bankies, da ist ein bisschen der Wurm drin. Man sieht auf der einen Seite, wenn man komplett rauszoomt, weil das ein gutes Investment ist, sogar ein Ten-Bagger, wenn es noch lang genug zurückgeht. Aber es ist der Wurm drin bezüglich der Kursentwicklung hier seit ungefähr 2017. Da ist die Aktie auf Allzeithoch notiert und seitdem geht es ja etwas volatil, ja, bergab. Warum ist das so? Man sieht hier im Qualitätscheck, dass die Gewinnentwicklung der Grund ist, denn die stagniert seit ungefähr 2017, 2018, 2019. Hier irgendwo ist die Stagnation dann wirklich angefangen. Und das schlägt sich natürlich im Aktienkurs wieder, auch in der Bewertung. Ganz konkret auf den jüngsten Abverkauf bezogen, hat es damit zu tun, dass die Babyprodukte hier, die wurden zugekauft von einem US-amerikanischen Unternehmen namens Mead Johnson Nutrition für 16,6 Milliarden US-Dollar. Und jetzt ist in diesem Segment Reggie Bankies verklagt worden auf 60 Millionen Dollar Schadenersatz, weil ein Frühgeborenes gestorben sein soll aufgrund dieser Nahrung, Babynahrung. Und es habe ein Warnhinweis gefehlt, dass es zu einer Darmerkrankung kommen könne, insbesondere bei Frühgeborenen. Das heißt Enterokolitis, so heißt die Krankheit, und die soll eben zu einem Todesfall geführt haben. Und eine Jury hat dann festgestellt, dass Reggie Bankies dafür verantwortlich sei, beziehungsweise die fehlende Warnung auch dafür verantwortlich sei. Jetzt wird wahrscheinlich die 60 Millionen US-Dollar werden nach unten korrigiert werden, aber es hat natürlich auch mit einem Reputationsverlust zu tun. Und Bayer lässt grüßen, möglicherweise kommen da noch andere Klagen im Nachgang, die da ebenfalls Reggie Bankies Geld kosten könnten. Das ist der Grund für den jüngsten Abverkauf. Wenn wir jetzt aber auch darüber hinaus haben wir jetzt bereits hier die stagnierenden Unternehmensgewinne. Und zum anderen haben wir dann auch die Übernahme an sich, die ja 16,6 Milliarden US-Dollar gekostet hat, die wohl nicht so glücklich gewesen zu sein scheint. Sie ist 2017 erfolgt, sieht man hier schön, an der Bilanzverlängerung und an dem Goodwill, der dann noch stark gestiegen ist. Und hier sehen wir dann von 2018 auf 2019 Abschreibung des Goodwills. Daran erkennt man schon, dass die Übernahme nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hatte. Man erkennt es auch an den Segmenten. Wenn wir uns das Segment Nutrition, wo die Babynahrung beinhaltet wird, sich anschaut, die wird getrennt ausgewiesen in den letzten 3 Geschäftsjahren. Da sieht man, dass die Umsätze nicht steigen, sondern fallen. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass sich dann scheinbar das Management gesund gestoßen, geschrumpft hat hier, weil die operativen Margen auf 23% gestiegen sind. Vorher waren sie, pendelten sie zwischen 11 und 14%. Dann aber dieses Gerichtsurteil. Warum sollte man sich jetzt also so eine Aktie antun? Ich denke, da gibt es 2 Gründe. Den ersten Grund habe ich schon genannt. Sichere Dividenden, in Anführungszeichen sichere Dividenden, gedeckte Dividenden auf Allzeithoch, die sehen wir hier. Und zum anderen,
haben wir ja hier den Abverkauf der Aktie. Und jetzt könnte sie ja tatsächlich um ein Schnäppchen handeln. Auch die Multiples deuten darauf hin. Hier ist das KGV auf den Bereich Gewinn von gerade mal jetzt noch 13,5 im langfristigen Mittel bei über 20. Gehen wir in den Fernwert rein, können wir auch die Renditeerwartung genau bestimmen. Dafür haben wir einmal die Pro-Variante, einmal die Light-Variante. Ich wähle jetzt mal hier die Light-Variante aus. Der bereinigte Gewinn ist schon richtig. Was wir hier sehen, ist quasi die Unsicherheit Analysten, das ist der Prognosetrichter. Haben wir hier die Konsensschätzungen drin, die optimistischen und die negativen Prognosen. Daraus abgeleitet dann entsprechend die fairen Werte. Out of the box hier erstmal sehr hohe Renditeerwartungen auf die Konsensschätzung von 20% auf die nächsten Jahre. Jetzt würde ich aber hingehen und erstmal den Bewertungszeitraum abändern, verkürzen in den Spanne rein, wo Reckitt Benckiser schon Probleme hatte. Dann siehst du, dass der faire Wert schon sinkt und das durchschnittliche Multiple nur noch bei 18 liegt. Und das würde ich jetzt aber nochmal dramatisch reduzieren. Warum? Weil wir haben bei den Analystenschätzungen, die gehen von einem Turnaround aus, die Gewinne sollen wieder steigen in naher Zukunft. Das ist nichts Ungewöhnliches für Konsumgüterhersteller, dass die mal eine Zeit lang schwächeln und dann läuft es wieder besser, nachdem sie sich gesund gestoßen haben, bezüglich den Margen beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz bleibt ein Risiko, dass das nicht so kommt, wie von den Analysten erwartet bzw. erhofft. Und dann haben wir natürlich auch das Risiko drin bezüglich der Klagen. Schadenersatzklagen über 60 Millionen und was das alles für Auswirkungen hat bezüglich der Babynahrung, Reputationsverluste und möglicherweise dann eben die Schadenersatzklagen. Deshalb gehen wir jetzt hier hin und reduzieren das KGV. Ich mache es auf 14 und jetzt wird hier der faire Wert deutlich nach unten gehen. Sehen wir das schon und gucken wir mal, was jetzt noch für ein Renditepotenzial übrig bleibt. Und ich gehe jetzt auch hier noch auf die pessimistische Schätzung, um es noch ein bisschen konservativer zu machen, dann kommen wir auf 10% pro Jahr jährliche Renditeerwartung für Reckitt Benckiser. Und das heißt schon, die Aktie ist wirklich günstig bewertet momentan aus meiner Sicht. Das könnte man noch einwenden, ja, die Analystenschätzungen werden vielleicht auch noch mal ein bisschen nach unten korrigiert nach den jüngsten Ereignissen. Kann sein, aber ich habe das ja jetzt schon vorweggenommen hier, indem ich den Schnitt wirklich explizit noch mal stark gesenkt habe. Und dann nochmal auf die pessimistische Schätzung hier gegangen bin. Also die 10% Renditeerwartung halte ich durchaus für realistisch, sogar konservativ. Aber dafür muss eben auch der Turnaround bei Reckitt Benckiser gelingen. Ansonsten, wenn du nicht daran glaubst, dann investierst du in die Aktie keinesfalls, obwohl sie günstig bewertet scheint. Dann würdest du lieber in eine Aktie investieren wie beispielsweise Unilever, die ja ähnlich unterwegs sind wie Reckitt Benckiser, wo ja ebenfalls eine sehr hohe Dividendenrendite winkt, 3,74%, aber entsprechend ohne Reputations- und Prozessrisiko. Und da haben wir auch die Dividenden, die ebenfalls auch historisch gesehen außerordentlich hoch sind. Eine andere Aktie, die interessant sein könnte, wäre Abbott Laboratories. Die stellen nämlich ebenfalls Babynahrung her und sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen durch Reckitt Benckiser, was da passiert ist, und haben ebenfalls etwas an Wert verloren. Sind allerdings keine Aktien, wo es eine so hohe Dividendenrendite gibt, haben allerdings ein bisschen mehr Dynamik drin. So, das soll es mal gewesen sein. Wie siehst du Reckitt Benckiser? Kauf, ja, nein? Schreib gerne einen Kommentar rein. Ich antworte das, lese das alles. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!